In unseren Fahrzeugen befinden sich Menschen. Nach einer Attacke auf Polizeiwagen sahen sich Berliner Beamte vor ein paar Tagen gezwungen, auf Facebook auf diese Selbstverständlichkeit hinzuweisen. Der Fall belegt, was Polizisten in ganz Deutschland beklagen: zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit. Aber stimmt das auch? Und wenn es stimmt, leidet die Sicherheit der Bürger schon darunter? Das Thema bei Sandra Maischberger. Polizisten, Prügelknaben der Nation. Unsere Gäste. Regina Lenders, die Hauptkommissarin, sagt, Beschimpfungen wie auf die Fresse, Politesse, gehören leider zu unserem Arbeitsalltag. Der ehemalige Bundespolizist Nick Hein klagt, der Polizeiapparat ist maßlos überfordert. Christopher Lauer, der Ex-Piraten-Politiker, wünscht sich mehr Selbstkritik der Beamten. Die Polizei ist autoritär organisiert und hat militärische Züge. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, greift die Justiz an. Wir verhaften die Täter und oft lassen die Richter sie sofort wieder frei. Thomas Fischer, der Karlsruher Bundesrichter, hält dagegen. Mehr juristische Härte führt nicht zu mehr Sicherheit. Und später Heike Osterberg. Die Berliner Blumenhändlerin wurde in ihrem Laden immer wieder beraubt. Weil die Polizei ihrer Meinung nach zu wenig tat, stellte sie ein Video des Täters ins Internet. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind an einem Tag, an dem Frau Lenders die Polizei ja eigentlich eine gute Nachricht, ja, wie soll man das sagen, zu feiern hat. Es ist ein Einsatz gewesen, in der Nacht über 1000 Polizisten beteiligt und es wurde ein Terrorverdächtiger gefasst. Sind das Tage, die motivieren? Ja, selbstverständlich. Wenn wir Erfolg haben, freuen wir uns. Das ist, glaube ich, klar, weil wir haben ja auch viele, viele Einsätze, wo wir nicht immer von Erfolg berichten können. Ich denke da nur so an Einsätze, wo wir Todesnachrichten überbringen müssen. Mhm. Also heute eher ein guter Tag, aber das, was wir gerade gezeigt haben in Berlin, das ist ja eigentlich eine alltägliche Geschichte. Und doch haben die Polizisten dann ins Internet geschrieben, Polizistinnen und Polizisten sind Männer und Frauen, Väter und Mütter, Freundinnen und Freunde, die sich für Entbehrungen bei der Berufswahl entschieden haben. Wofür sie sich jedoch nicht entschieden haben, sind solche Angriffe. Das klingt wie ein Notruf. Warum muss man denn solches betonen? Ich habe ja nun einige Dienstjahre und ich muss für mich persönlich feststellen, dass in der Tat der Respekt vor den Polizisten erheblich gelitten hat in den letzten 37 Jahren. Ich kenne Situationen selber, dass ich zu einer Gerichtsverhandlung gerufen werde, weil ich als Zeuge aussagen muss, weil eine Festnahme stattgefunden hat. Man betritt das Strafjustizgebäude in Hamburg über mehrere Stufen. Da standen dann so 8 bis 10 Personen, die offensichtlich zusammengehörten. Im Gerichtssaal stellte ich fest, dass das offensichtlich Freunde, Angehörige vom Täter sind. Und beim Verlassen des Gerichtssaals waren sie draußen dann schon wieder aufgebaut. Ich musste dann wie durch so eine Schneise, wurde taxiert mit Blicken. Das macht ein ungutes Gefühl. Und als ich durch war, hörte ich so im Hintergrund, wir finden deine Familie, woraufhin ich mich umdrehte. Schaute in grinsende Gesichter, konnte überhaupt nicht zuordnen, wo es herkam. Deswegen konnte ich auch nichts machen. Und die U-Bahn-Station ist unmittelbar neben dem Strafjustizgebäude. Also ich habe gedacht, du bist ja nicht uniformiert, du bist alleine, du bist nicht ausgerüstet. Habe dann vorgezogen, zur nächsten U-Bahn-Station zu gehen, alleine, um festzustellen, ob ich verfolgt werde. Und an der Dienststelle galt der erste Anruf dem Kindergarten. Ich hatte damals einen Sohn, der noch kindergartenpflichtig war. Und habe dort erstmal angerufen und gesagt, er wird nicht rausgegeben, die nächsten Monate nur an mich persönlich. Also Sie haben dieses als eine echte Bedrohung empfunden? Tatsächlich. Ich habe es als Drohung empfunden, konnte aber weiter nichts machen, weil ich hätte nicht zuordnen können. Aber ich denke nach wie vor, wenn man da steht, schaut, wer sagt aus gegen meinen Freund, Sohn oder wer auch immer. Man sieht ja auch heute Tumulte teilweise in den Gerichten, was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass da praktisch Angehörige feiern, wenn Menschen freigesprochen werden, obwohl schlimmste Straftaten passiert sind, wie ja teilweise Vergewaltigung. Das war ja auch ein aktueller Fall. Das macht was mit einem. Sie haben oder wir haben Sie so vorgestellt, dass Sie sagen, also Beleidigungen gehören dazu, Beschimpfungen wie auf die Fresse, Politesse. Was hören Sie noch? Bullensau, weil Bulle passt ja nicht, also verweiblicht man das mit Sau, Nazisau. Also Lesbenschlampe, das sind alles so Dinge, die ich persönlich gehört habe. Während der letzten Einsätze OSZE, jetzt im Dezember in Hamburg, hatte ich Gelegenheit, mit ganz vielen Kolleginnen zu sprechen aus allen Bundesländern, weil wir ja von vielen unterstützt wurden. Da haben die Kolleginnen erzählt, dass es, wenn es harmlos ist, ey Süße, Blondie, oder dass auch gesagt wird, wenn man Personalien feststellt, ey, guck mal, der Polizistin auf dem Arsch, und dann wird auch, Entschuldigung, den Ausdruck deutlich gesagt, ey, geiler Arsch, also wo auch wirklich schon so sexistische verbale Übergriffe stattfinden. Das ist verbale Respektlosigkeit. Im Mindesten würde man sagen, gehören Sie auch zu den Polizisten, die angegriffen worden sind, also tätlich einfach?
Ja, ich hatte das Glück, zwei Täter mit meinen Kollegen zu stellen nach einem Einbruch. Man geht natürlich erstmal in Kontakt, teilt mit, warum man sie anhält. Der Grund ist Anhalten. Einer wollte sich sofort vom Tatort entfernen. Daraufhin hatte ich ihn festgehalten und habe gesagt, Moment, ne? Sie bleiben hier. Daraufhin griff er nach vorne. Damals gab es noch keine Schutzwesten. Griff mir an die Brust, kniff und drehte. Woraufhin dann meine Kollegen ganz schnell dabei waren. Er mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wurde und ich konnte ihm dann die Handschellen anlegen. Er hat noch mal deutlich gemacht, von der Frau lässt er sich nicht festnehmen. Also das war schon noch das Problem auch, dass ich die Kollegin war. Der Arbeitsalltag, sagt man immer, ist hart. Es gibt Überstunden, es gibt Schichten, es gibt plötzlich Einsätze, die dann den Feierabend oder was auch immer vermiesen. Das alles weiß man, wenn man Polizist oder Polizistin werden will. Sie sagen, Sie waren 37 Jahre jetzt insgesamt dabei. Haben Sie damit gerechnet, dass diese, wie soll man das sagen, Respektlosigkeit, dass diese Angriffe eigentlich auch so sind und hat das zugenommen in dieser Zeit? Also ich hatte mir damals nicht vorstellen können, dass es sich so entwickeln wird. Inzwischen gibt es 10-Jährige, die man auf irgendwas hinweist, die sagen, ey, ne, Alte, fass mich nicht an, wo man schon erstaunt ist und denkt, naja, Erziehung hätte da auch ganz gut getan. Das setzt sich fort bis hin, wenn Sie irgendwo einen Falschparker haben, haben Sie nichts Besseres zu tun, ey, du lebst von meinen Steuern, bis hin zu der Steigerung, was ich eben schon erwähnte, Bullnutte, Nazisau. Das ist eine Respektlosigkeit, die gab es früher in Einzelfällen, es wird heute immer mehr. Herr Fischer, ohne dass wir jetzt auf die Justiz näher eingehen wollen, das müssen wir später tun, aber dann auch wirklich ausführlich. Aber Sie beobachten das nun auch schon lange. Sie haben die 68er-Bewegung auf der Straße quasi miterlebt. Ist es wirklich so, sehen Sie das auch so, dass Gewalt und Respektlosigkeiten gegen Polizisten an sich zugenommen haben? Oder war das früher auch so? Wo ist die Ich kann mich an gar keine Zeit erinnern, an der in der solche Klagen nicht erhoben wurden. Nicht nur in meiner Lebenszeit, sondern auch schon viel früher. Polizisten müssen unter anderem unmittelbaren Zwang anwenden. Ich finde das in einer gewissen Weise natürlich schon ein bisschen überraschend, dass man nach 37 Dienstjahren plötzlich auf die Idee kommt, dass es eine ganz schreckliche Situation sei, dass man gelegentlich jemanden zu Boden bringen muss oder festnehmen muss oder beleidigt wird. Es geht um die Steigerung. Und das ist die Frage. Die Situationen, die Sie schildern, sind natürlich, wie soll ich sagen, persönlich, individuell, dramatisch, bedrückend, vielleicht auch beleidigend, auch was auch immer. Die Menschen, über die Sie da sprechen, sind natürlich keine Täter, sondern das sind bestenfalls Verdächtige. Ob das Täter sind, entscheiden ja nicht Sie. Und nicht Täter werden freigesprochen, sondern Unschuldige werden freigesprochen oder Menschen, denen man den Tatvorwurf nicht beweisen kann. Und dass Menschen Beleidigungen begehen, das passiert Polizeibeamten, Beamtinnen, das passiert Sozialarbeitern, das passiert Richtern, das passiert unendlich vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Dass sie respektlos beleidigt werden. Ich kann aus meiner persönlichen Sicht, ich bin kein Polizeipraktiker, ich weiß nichts von, ich habe keine Statistik darüber, nicht. Die hat aber, glaube ich, niemand. Ja, doch, haben wir wohl. Ja, es gibt Behauptungen über Statistiken, und es gibt Behauptungen über Zunahmen, aber ich persönlich kann es aus meiner beruflichen und vor allen Dingen beruflichen Erfahrung nicht bestätigen, dass die Anzahl von Straftaten oder von Angriffen oder von Aggressionsdelikten, in welcher Hinsicht auch immer, gegen Polizeibeamte zugenommen habe. Herr Hein, Sie waren lange Zeit Bundespolizist, unter anderem am Kölner Hauptbahnhof. Schon vor der Silvesternacht, da waren Sie gar nicht dabei, haben Sie das Gefühl, Frau Lenders Eindruck bestätigen zu müssen? Also oder ist es so, wie Herr Fischer sagt? Also grundsätzlich muss ich erst mal sagen, selbst wenn dem so ist, was Herr Fischer sagt, finde ich es eigentlich schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass es so ist. Und wenn man dann die Chance hat, dementsprechend dann auch was zu tun, dass man das auslässt. Ich erinnere mich da an zwei Urteile vom Bundesverfassungsgericht. Da ging es um Slogan, die auf T-Shirts getragen wurden, die offensichtlich Hass gegen die Polizei ausdrücken. Das ist einmal ACAB und dann Fuck Police, Fuck Cops, Fick die Polizei übersetzt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das okay ist, dass man das machen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann im Dienst bin und da stellt sich dann jemand vor, die Polizisten mit dem T-Shirt, und da steht dann
fick die Polizei drauf, dann ist es relativ schnell, dass es dann als nächstes dann, wenn eine Kollegin dann kommt und kontrollieren will, dass man sagt, ach nee, du Bullennutte, da habe ich jetzt mal gerade keinen Bock drauf. Und dann ist man auch nicht mehr so weit entfernt bis zum Widerstand. Und da muss ich sagen, wie gesagt, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Rückhalt eben auch von der Justiz wünschen. Das kommt später noch tatsächlich. Sie haben auch Ihre Erfahrungen niedergeschrieben. Die erste Dienstwoche, da werden Sie fast in eine Prügelei geraten. Warum? Waren Sie nicht vorbereitet auf das, was passiert? Ich war ein Greenhorn, habe da, ich sag mal, die Ausbildung, da hatte ich andere Vorstellungen vom Berufsalltag, als es sich dann offenbart hat. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass ich... dass es eben doch anders zugeht und dass man sich eben auch schnell auf eine Uniform einschießen kann, ohne jetzt wirklich einen Grund zu haben. Ich habe da meinen Job gemacht, wollte den Delinquenten einfach nur sichern. Das heißt, ich habe da gestanden, während meine Kollegin die Personalien aufgenommen hat, und er hat sich halt auf mich eingeschossen. Der erste Satz war, ich wollte mich schon immer mal mit einem Polizisten prügeln, und der rollte dann so sein T-Shirt zu einer Art Schlagring zusammen. Und da war ich in dem Augenblick erstmal ein bisschen überfordert. Mhm. Man würde jetzt sagen, Augen auf bei der Berufswahl, man geht zur Polizei und erwartet das nicht. Das ist wirklich meine ernsthafte Frage. Hatten Sie als Jugendlicher mehr Respekt vor der Polizei? Also ich glaube, dass ich den hatte. Und ich sag mal so, ich finde das ein bisschen, wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, die Polizisten arbeiten halt in einem Gefahrenbereich und sind deswegen auch mehr Risiken ausgesetzt, das finde ich ein bisschen zu lapidar. Mhm. Also die Polizei ist eine Ordnungsinstanz, die dafür da ist, die Bürger zu schützen und eben nicht der Prellbock der Gesellschaft zu sein. Herr Lauer, Sie schütteln den Kopf, die Polizeigewalt oder die Respektlosigkeit hat nicht zugenommen? Ich würde mal mit einer anderen Zahl kommen, nämlich den sogenannten GfK-Vertrauensindex, wo ja immer geforscht wird, welchen Berufsgruppen wird wie viel Vertrauen entgegengebracht. Mhm. Am Politiker ist es ein bisschen schwer, die sind aber bei 14%, Fernsehmoderatorinnen sind bei 48%, Polizistinnen und Polizisten sind bei 82% und damit 11 Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt und 19 Prozentpunkte über dem weltweiten Durchschnitt. Also kaum eine Berufsgruppe ist so anerkannt wie Polizistinnen und Polizisten in Deutschland. Ich habe selber über 10 Tage bei der Polizei hospitiert. Da habe ich es nicht erlebt, dass die Polizei beleidigt wurde, auch wenn es so dort sehr brenzlige Situationen gab. Und ich glaube, ein Problem ist tatsächlich, dass Polizistinnen und Polizisten natürlich den ganzen Tag Menschen gegenüberstehen, die, kann man ja so sagen, durch jedes gesellschaftliche Netz, durch jedes soziale Netz gefallen sind und damit natürlich auch grundsätzlich einer Klientel gegenüberstehen, die jetzt nicht so positiv der Polizei gegenüber eingestellt ist und somit auch natürlich ein verzerrtes Bild davon entsteht, wie die Bevölkerung der Polizei gegenüber eingestellt ist. Das hat sie aber vor 37 Jahren auch schon. Frau Lenders sagt trotzdem, in der Zeit, in der sie Polizistin ist, hat sich jedenfalls der Respekt verschlechtert. Ja, aber wenn 82% der Deutschen sagen, ich habe großes Vertrauen in Polizistinnen und Polizisten, wenn, wie Herr Fischer es schon richtig gesagt hat, es überhaupt keine Statistik dazu gibt oder keine Befragung dazu gibt, die das erhärten, dann ist das halt eine subjektive Wahrnehmung, die ich individuell nachvollziehen kann, die aber dann halt nichts mit der Faktenlage zu tun hat. Herr Wendt, Vertrauen haben und Respekt haben sind auch zwei Paar Schuhe. Ja, aber nochmal, Sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit Leuten, die halt eher ein, sag ich mal, problematisches Verhältnis zur Staatsgewalt haben. Und wenn Sie den ganzen Tag in Kindergärten reingehen würden und dort Präventionsarbeit machen würden, dann würde Ihnen jedes Kind erzählen, oh, wenn ich groß bin, will ich Polizist werden. Herr Lauer, habe ich. Ich war Polizeiverkehrslehrer. Ja. Und selbst da kommen Ihnen unter Umständen Kinder, die nicht das Alter von Vorschulkindern haben, von 10 Jahren entgegen und sprechen Sie unter Umständen anders an. Ja, hat man auch mal als Kind irgendwie ist auch eine Frage einen Spruch der Gesellschaft drauf, die müssen der nicht später alle irgendwie schwerkriminell werden. Ja, aber die Frage ist, ob es eine Verrohrung gibt. Tatsächlich, der Deutschlandtrend, Herr Wendt, den die ARD in Auftrag gegeben hat, im Januar, wenn ich mich richtig erinnere, zeigt genau so eine Zahl, 88% vertrauen gerade der Polizei am allermeisten. Sie sagen gleichzeitig, Gewalt gegen Polizei ist heute allgegenwärtig. Ist das ein Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch. Das zeigt vor allen Dingen, dass es wirklich nur eine verschwindend geringe Zahl von Menschen ist aus der Bevölkerung, die Gewalt, verbale Gewalt und tätliche Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten anwenden. Falsch ist, dass wir keine Statistiken darüber haben. Die bisherige oder frühere polizeiliche Kriminalitätsstatistik, die einfach nur die Widerstandshandlungen gezählt hat, die taugt natürlich nicht zur Beurteilung
von Gewalt gegen Polizei, sondern die polizeilichen Lagebilder, Gewalt gegen Polizei, die wir seit etwa 5 Jahren in den Ländern erstellen und zu einem Bundeslagebild Gewalt gegen Polizei zusammenführen. Wer ist wir? Wir, die Polizei. Das sind sehr differenzierte Statistiken. Gibt es in Berlin nicht. Aber sicher, Sie haben ja 10 Tage die Berliner Polizei erlebt, mit Verlaub. Da muss ich Ihnen dann ein bisschen erzählen, dann kenne ich die Berliner Polizei schon besser. Jedes Land. Warum? Sie waren noch in Duisburg. Jedes Land führt diese Statistik. Was sagt denn die Statistik? Und diese Statistik sagt teilweise, dass es zweistellige Steigerungsraten bei Gewalt gegen Polizeibeschäftigte gibt. In Berlin, Sie haben das in den 10 Tagen nicht erlebt, aber werden statistisch jeden Tag 8 bis 10 Polizistinnen und Polizisten täglich angegriffen, davon jeder Dritte verletzt. In diese Statistik muss man einfach mal reinschauen, dann weiß man auch, was drinsteht. Also ich war 5 Jahre Abgeordneter in Berlin. Es gibt so eine Statistik nicht. Das kann sein, dass die Deutsche Polizeigewerkschaft sowas erstellt. Nein. Aber es gibt nichts Offizielles Herr Lauer, vom Senat. Noch einmal. Es geht um das polizeiliche Lagebild Gewalt gegen Polizei. Ja. Und das machen alle Länder. Das ist in der Innenministerkonferenz beschlossen worden, und zwar einstimmig. Und alle Länder machen mit. Fragen Sie doch mal einfach Ihren Senator. Er möchte Ihnen das Berliner Lagebild mal geben. Und da können Sie eine Menge dazu lernen. März in den 10 Tagen Polizei. Vielleicht ist auch... Ist ja Quatsch. Ich würde sagen, also nur 2 kleine Bemerkungen. Erstens, Gewalt ist ja ein Terminus technicus. Das wissen Sie ja, Herr Wendt. Und deshalb ist natürlich eine Statistik über Gewalt der... ein Lagebild. Eine Statistik oder ein Lagebild oder eine Aussage über Gewalt gegen die Polizei, die unterscheidet zwischen verbaler und nichtverbaler, also körperlicher Gewalt, sagen wir mal, rechtlich eigentlich Unsinn, ja, weil ja jeder Mensch weiß, dass verbale Gewalt, also Beleidigung, eben keine Gewalt ist. Ja. Also in diese Lagebilder fließen ja viele Dinge ein, die mit Gewalt überhaupt nichts zu tun haben, sondern nur mit Beleidigung, mit Respektlosigkeit. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Die zweite Bemerkung ist, dass Sie sagen, wir die Polizei. Das ist schon, finde ich, etwas erstaunlich. Sie sind ja nicht die Polizei. Sie sind der Vorsitzende einer von mehreren Polizeigewerkschaften. Und zwar, glaube ich... Und Polizist bin ich auch. Und Polizist, aber Sie sind nicht wir die Polizei. Sie sind, ich finde es erstaunlich, dass eine Gewerkschaft der Polizisten und Polizistinnen eigentlich in der Öffentlichkeit immer so auftritt, als spreche sie im Namen der Organisation der Polizei. Also ich spreche im Namen der Organisation, die ich vertrete. Und das müssen Sie mir dann auch überlassen. Das ist die Polizeigewerkschaft, nicht die Polizei. Aber das ist eine Gewerkschaft, das ist ein Interessenverband. Ich habe Ihnen gesagt, was die Polizei tut, nämlich Lagebilder erstellen. Und das tut sie. Okay, aber ich will damit nur sagen, es gibt doch, wenn man sich äußern will zu irgendwas, ja, dann muss man doch einerseits ein bisschen Kompetenz haben und andererseits ein bisschen Legitimation. Und wenn man, beides habe ich nicht, oder wie? Das haben Sie jetzt. Legitimation haben Sie als Vorsitzender der Organisation, die Sie vertreten. Darf ich einen Schritt zurückgehen? Sie sind nicht, Sie sind kein Polizeiführer und Sie sind nicht die Polizei und Sie sprechen nicht für die deutsche Polizei. Okay, aber wichtiger ist das Thema Gewalt gegen die Polizei. Die Frage ist tatsächlich, also ob wir haben ja deshalb extra tatsächlich auch uns vorher umgehört. Es gibt tatsächlich Berichte, die sich decken mit dem, was Frau Lenders sagt und dem, was Herr Hein sagt. Das sind die persönlichen Erfahrungen von sehr vielen Polizisten. Jetzt kann man fragen, gar keinen Zweifel, ob das eben ein subjektiver Eindruck ist oder nicht. Ja. Ich möchte gerne ein Beispiel geben. Aber was ist, was bedeutet das, der Begriff Respektlosigkeit? Was bedeutet das? Die Respektlosigkeit nimmt zu. Nimmt die Respektlosigkeit gegen Lehrer, gegen Richter, gegen Moderatoren, gegen Journalisten, gegen Verkäufer, gegen Politiker. Privatdetektive, gegen Politiker, nimmt die nicht zu. Doch. Und warum sprechen wir darüber, dass man Respektlosigkeit mit dem Strafrecht bekämpfen muss? Weil es vielleicht bei denen, die dafür eigentlich da sind, um die Respektlosigkeit gegenüber anderen Bevölkerungsschichten, ein anderer Fall ist. Ist eine Unterstellung, aber ich möchte gerne diese Frage diskutieren anhand eines Beispiels. Vielleicht sind wir ja auch von Veröffentlichungen dieser Art befangen. Es gibt tatsächlich immer wieder so Berichte, das war vor ein paar Tagen in Berlin, Polizeikontrolle, zweite Spur, eine schwangere Frau und ihr Mann wollen nicht wegfahren und plötzlich gibt es einen Großeinsatz, weil 25 bis 30 Leute drumherum stehen, die Polizisten angreifen. Das passiert nicht nur in Großstädten, es gab einen anderen Fall in Düren im November 2016, ganz ähnlich. Düren im Rheinland, November 2016. In einem Wohnviertel verteilt ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Knöllchen an Falschparker. Plötzlich wird er von einem Anwohner und dessen Familie massiv bedroht.
Der Deutschtürke will ihm verbieten, weitere Strafzettel zu verteilen. Als der Angegriffene die Polizei zur Hilfe ruft, kommt es zu einem wahren Gewaltexzess. Streifenwagen fahren vor, Polizisten werden beleidigt und brutal geschlagen. Einer der Beamten wird schwer verletzt und erblindet fast. 9 seiner Kollegen müssen im Krankenhaus behandelt werden. 3 Tatverdächtige sitzen wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in U-Haft. 2 sind auf der Flucht. Öffentlichkeit und Politik reagierten schockiert. Wie der Innenminister Nordrhein-Westfalens, Ralf Jäger. Wer mit einem Radmutterschlüssel auf einen Kopf einschlägt, da unterstelle ich sogar Tötungsabsicht. Sind solche Gewaltausbrüche gegen die Polizei Einzelfälle? So, das frage ich jetzt erst einmal auch die beiden Polizisten, also Frau Lenders und den Ex-Polizisten. Erst einmal Sie, ist das ein Einzelfall oder hören Sie solche Dinge, wenn Sie sind ja auch in der Aus- und Fortbildung tätig. Genau. Das heißt, Sie kommen über den eigenen Kreis hinaus, hören Sie solche Dinge häufiger? Ich höre solche Dinge öfter, als ich sie mir damals antun musste. Ja. Also hätte man mir vor 37 Jahren gesagt, in solchen Einsatz wirst du gehen müssen, da hätte ich gesagt, das kann es eigentlich gar nicht geben, da wird vorher gehandelt. Mhm. Inzwischen ist es wirklich so, dass sie manchmal damit rechnen müssen, dass gewisse Gruppen sich in Massen vor sie aufbauen, weil sie wissen, gemeinsam sind wir stark. Mhm. Wo eine normale Situation ist wie die, wo es schlichtweg nur um eine Ordnungswidrigkeit geht. Ja. Da hätte ich also vor Jahren durchaus noch mal den Erfolg, dass ich sagte, bitte fahren Sie das Fahrzeug weg, und das wurde gemacht. Da wurde dann sogar gesagt, oh, ich bin schon weg, ne? Kostet das jetzt was? Passiert aber heute, ne? Auch noch mal. Passiert also heute auch noch. Wenn ich wäre, würde ich wegfahren. Das finde ich gut. Ich würde auch wegfahren. Aber das Verhältnis hat sich schon geändert. Mhm. Also es kann auch durchaus dann eben sein, dass das anders ausgeht oder dass sie sich zusammenrotten, sag ich mal. Und das sind Phänomene, die habe ich persönlich draußen auf dem Streifenwagen nicht erlebt. Okay, haben Sie so etwas erlebt? An einem Hauptbahnhof in Köln würde man meinen, gibt es solche Situationen? Geht man eigentlich raus zu seinem Einsatz und denkt, das kann auch immer noch passieren, dass da so ganz viele gegen mich stehen? Also selbstverständlich, ich bin da jetzt auch gar nicht so geschockt oder überrascht. Das war, also ich will jetzt nicht sagen, das war Alltag, aber das ist passiert. Und wie gesagt, aus lapidaren eigentlich Situationen, die dann plötzlich komplett eskaliert sind. Ich erinnere mich da an eine Kollegin, die einfach nur eine Personenkontrolle durchgeführt hat und dann aufs Gleisbett geschubst wurde. Das sind so Geschichten, die passieren. Das war normal irgendwie. Man hat sich da wirklich eigentlich fast schon dran gewöhnt. Und das ist eben, wenn man jetzt im Nachhinein drüber spricht und als ich dann eben auch das Buch geschrieben habe, wenn dann Rückfragen kommen, sag mal, das kann doch nicht wirklich normal sein. Da realisiert man eigentlich erst, in was für einem verdrehten Mikrokosmos man sich da manchmal befunden hat. Die Frage nach den Ursachen von solchen Eskalationen. Sie sagen, es gibt Respektlosigkeit gegenüber allen möglichen Institutionen. Soweit würden Sie auch gehen, Herr Fischer. Die Frage, was macht das mit der Polizei, wenn ich gleichzeitig lese, Herr Wendt, es gibt die irrwitzige Zahl von 22 Millionen Überstunden, die angesammelt worden ist. Klingt das so, als ob es möglicherweise daran liegen könnte, sagt ja die Gewerkschaft immer, es sind einfach zu wenig Polizisten da. Und wenn die dann zu wenige sind, dann kann es ja dazu kommen, dass dann irgendwelche Gruppen denken, die kriegen wir leichter klein. Ist es so einfach? Nein, so einfach ist es nicht. Also zunächst mal muss ich Herrn Fischer zweimal recht geben. Erstens, er sagt ja, das ist kein Privileg der Polizei. Leider ist das so. Thomas de Maizière spricht ja auch deshalb von Gewalt gegen öffentlich Beschäftigte. Und darauf richtet sich ja auch der Fokus des Gesetzgebers, nämlich den allgemeinen Autoritätsverlust von staatlicher Verwaltung insgesamt. Das betrifft die Lehrerinnen und Lehrer, die Justiz, viele andere ganz genauso in unseren Jobcentern bei der Arbeitsagentur. Ganz fürchterlich, was die Kolleginnen und Kollegen dort erdulden müssen. Das heißt, der Staat verliert auf breiter Front an Autorität. Und in der Tat, da gebe ich ihm auch zum zweiten Mal recht, allein mit den Mitteln des Strafrechts wird man das nicht bewältigen können. Denn keiner, der einen Stein auf Polizisten wirft, guckt sich vorher die Strafandrohung im Strafgesetzbuch an, sondern da wird man immer auch noch andere Maßnahmen ergreifen müssen. Aber was die Stärke der Polizei angeht, ist ja die Personalnot in der Polizei mittlerweile schon sprichwörtlich geworden. Der Bund hat mittlerweile die Zeichen der Zeit erkannt, viele tausend neue Planstellen für die Bundespolizei beschlossen. Die Länder müssen jetzt noch nachziehen. Insgesamt fehlen zigtausende Polizistinnen und Polizisten. Und die fehlen nicht nur, sondern die sind über lange Zeit eingespart worden. Dadurch ist der Apparat selbst auch
älter geworden. Das heißt, es ist beispielsweise in Berlin, in anderen Ländern aber auch überhaupt keine Seltenheit, dass die Zahl 110 eine ganz andere Bedeutung kriegt. Nämlich, die gehen die zwei Türen vom Streifenwagen aus und da steigen 110 Lebensjahre aus, obwohl nur zwei Polizisten drin sind. Das ist wirklich, vor allen Dingen dann, wenn die Schichtdienst machen müssen, rund um die Uhr, ist das eine dramatische Belastung. Und deshalb ist das jetzt notwendig, dass die Länder auch nachsteuern. Ja, Herr Fischer, heute lese ich, 1100 Beamte waren jetzt in diesem Terroreinsatz unterwegs, haben erfolgreich jemanden gefasst, von der offensichtlich in Tunesien schon einen Terroranschlag begangen hat. Das wird sich weisen, ob er es wirklich getan hat. Ist es nicht ganz klar, wenn die Polizei solche Aufgaben zusätzlich bekommt, dass dann tatsächlich dann möglicherweise im Alltag, da wo der Bürger auf die Polizisten trifft, einfach die Beamten fehlen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Polizei diese Aufgaben zusätzlich bekommen hat. Ja. Herr Lauer. Das sind genuine Aufgaben der Polizei. Und ich habe auf der Fahrt hierher, ich weiß nichts über diesen Einsatz, ich weiß nichts über den Erfolg. Wir werden abwarten, was da jetzt... sagen wir es mal so, solche Terroreinsätze gab es vor 10 Jahren. Ich habe gehört, es sei ein symbolischer Schlag gegen den Salafismus in Deutschland. Ja. Das ist eine genuine Aufgabe vielleicht der Innenpolitik und der Polizei. Ja. Das hat mit der Anzahl der Überstunden oder mit dem Lebensalter von Berliner 55-jährigen Polizisten zunächst mal gar nichts zu tun. Ist das so? Genauso wenig wie das Lebensalter der Polizisten irgendwas damit zu tun hat, ob die Gefahr gegen Polizisten, die Gewalt gegen Polizisten steigt. Fakt ist aber trotzdem, dass man kann doch nicht alle Fragen immerfort zusammenmischen. Entweder wir reden über das Alter von Polizisten oder wir reden über Überstunden. Ja. Die ganz große Menge der Überstunden von 20 Millionen, über die berichtet wird, stammt aus dem Jahr 2015. Ja, das war dieser Gipfel und das war die Flüchtlingskrise. Ja. Und wenn man die abzieht, dann bleibt nicht ganz so viel übrig wie 20 Millionen. Und alle Polizeiverwaltungen, Innenverwaltungen sagen doch, dass Tausende von Polizisten eingestellt werden heutzutage. Also worüber... Sprechen wir denn? Und liegt es jetzt? Wird deshalb Gewalt gegen Polizei ausgeübt, weil zu wenig da sind? Oder warum? Ein super Beispiel für zwei Einsätze bzw. drei Einsätze, die eher fragwürdig waren in Berlin, habe ich auch kritisiert. Die Polizei in Berlin hatte genug Leute, um mit 900 Polizistinnen und Polizisten in die Rigaer Straße 94 in dieses besetzte Haus reinzureiten. Sie hatte auch 500 Leute, um dann eine illegale Hausräumung dort abzusichern, wo dann das Berliner Landesgericht gesagt hat, diese Räumung, die der Eigentümer dort gemacht hat, die war illegal. Und so, dafür hatte man auch genug Leute. Und dann gab es 900 Polizistinnen und Polizisten, die man hatte bei einer Razzia gegen dieses Großbordell Artemis. Das heißt, es gibt genügend Polizisten, sie werden nur von der Leitung mit den falschen Aufgaben betraut? Oder? Ja, das wäre ein Punkt, da würde ich dann vielleicht sogar mit Polizeigewerkschaftern sogar einer Meinung sein. Ich glaube, dass Polizistinnen und Polizisten halt einfach teilweise bei bescheuerten Einsätzen verheizt werden und dass sie in Arbeitsabläufen, sage ich mal, gefangen sind, wo sie für einen Papierkorb arbeiten, wo sie für Autoversicherungen arbeiten, weil sie irgendwelche Unfälle aufnehmen müssen ohne Personenschaden. Da könnte man, sage ich mal, sehr viel optimieren und sehr viel dazu beitragen, dass es den Polizisten, sage ich mal, besser geht. Herr Hein knackt mit den Fingern. Ich weiß nicht, ob das Vorbereitung ist. Nein, also grundsätzlich, wo die Polizisten... Werden sie falsch eingesetzt und mit Papierkram, Bürokratie ist auch ein Thema bei Ihnen? Also erstmal grundsätzlich... Überlastet. Wenn ich jetzt von meiner Dienststelle, von meiner ehemaligen Dienststelle spreche, dann muss ich sagen, da sind wir grundsätzlich auf dem Zahnfleisch gegangen. Wir hatten dann, ich sag mal, in der Regel 2 bis 3 Streifen, die aktiv im Regeldienst arbeiten konnten. Und wenn die dann eben gebunden waren, weil wir halt regelmäßig Diebstähle hatten, weil dann auch irgendwann sich rumgesprochen hatte, dass der Kölner Hauptbahnhof ja so die Anlaufstelle eben auch für Flüchtlinge ist. Wir haben eine Menge Asylanträge gehabt. Dann waren wir gebunden und dann konnten wir nicht mehr draußen sein. Und deswegen, wir hatten einfach zu wenig Polizisten am Bahnhof, wir hatten zu wenig Planstellen da. Und jetzt ist durch diesen Abordnungswahnsinn, denn das ist eben auch ein Problem der Unterbesetzung, dass jetzt die Direktionen oder eben auch Inspektionen untereinander schieben müssen. Die Polizisten müssen eben da eingesetzt werden, wo die größten Personallöcher sind. Mhm. Das ist momentan eben aufgrund der Flüchtlingssituation eben zum Beispiel in Bayern. Genauso an Flughäfen, genauso an Flughäfen werden die Kollegen eingesetzt. Das heißt, dass wir jetzt in diesem Jahr sogar weniger Kollegen im Einsatz hatten, also 2016 als im Jahr noch davor.
Es ist im Endeffekt, es ändert sich nichts. Und es ist dementsprechend eben auch das Problem, dass, ich sag mal, das ist jetzt im Kleinen. Das Problem, lassen Sie mich das bitte noch anfügen, eben durch diese Unterbesetzung. Wir haben jetzt Anfang des Jahres 2016 wurde dann einfach mal entschieden, dass, weil wir halt Personalmangel am Köln-Bonner Flughafen haben, dass man mal fast die Hälfte der Inspektion, der Grenzinspektion Aachen auflöst, um die eben am Köln-Bonner Flughafen einzusetzen. Und dann frage ich mich, wer übernimmt denn jetzt noch die Grenzüberwachung? Wer kontrolliert dort Personen? Das ist grundsätzlich auch nichts Besonderes, dass wir Schwerpunkte setzen und Personal an der einen Stelle mal abziehen oder dünner aufstellen. Aber ich sag mal, der Zeitpunkt, zwei Wochen nach den Anschlägen in Brüssel, ist eben eine Sache, die mir ein bisschen Sorge bereitet. Das Problem ist, wir reden da auch deshalb darüber, weil es natürlich so ist, dass die Bürger das Gefühl haben, werde ich noch richtig geschützt in dem Alltag, in dem ich mich befinde? Es gab eine Devise des Berliner Polizeipräsidenten, der einmal gesagt hat, wir können nicht alles, was an Taschendiebstahl, an Fahrraddiebstahl dabei ist und an Einbrüchen richtig verfolgen. Wir verfolgen nur noch das, was erfolgversprechend in der Aufklärung ist. Die Frage ist, wie kommt so etwas beim Bürger an, wenn man zum Beispiel einen Blumenladen hat, der häufiger überfallen wird? Heike Osterberg arbeitet seit über 10 Jahren in dem Blumenladen ihres Mannes. Mehrfach wurde das Geschäft ausgeraubt. Täter aber wurden nie gefasst. Frustriert veröffentlichte die Berlinerin das Video einer Überwachungskamera im Internet, das den mutmaßlichen Täter zeigte. Innerhalb weniger Tage schauten sich hunderttausende Menschen den Clip an. Die Privatfahndung war erfolgreich. Eine Ex-Freundin erkannte den Dieb wieder. Trotzdem verliefen die Ermittlungen der Polizei im Sande, klagt Heike Osterberg. Und sie ist jetzt bei uns, Heike Osterberg, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Dieser Blumenladen, den Sie da betreiben, der ist ja in der Familie schon zweite Generation. Diebstähle ist etwas, womit Sie viel Erfahrung hatten. Ja. Immer schon. Ja, immer schon. Also es passiert immer wieder regelmäßig, dass man Diebstähle an sich, sie sind halt immer zu zweit. Einer wird abgelenkt, so von wegen, du geh mal raus, da klaut jemand deine Ware. Und ich passe oft in den Laden so schnell kurz lange auf und man glaubt halt den Menschen. Dann rennt man hinterher und ja, der Zweite räumt die Kasse aus. Können Sie noch mal zählen, wie oft Sie sozusagen so einen Diebstahl hatten? Oder ach, ich weiß nicht, wie oft. Also es war schon schwer, die Akten wieder rauszusuchen, weil wir so viel da gemeldet sind. Also es ist schon einiges. Über Nacht wird eingebrochen, wo ich am Anfang dachte, was ist in einem Blumenladen zu holen? Geld in der Kasse? Ja. Offensichtlich. Wechselgeld und ein befreundeter Polizist oder unser Kontaktbeamter sagte, du, wenn die da eine Tour machen, 5, 6 Leiden am Abend haben, jeweils 100 daraus holen, haben Sie einen guten Abend. Wir sind auf Sie gekommen, weil Sie beim einem der letzten Male einfach Folgendes getan haben. Wieder einer, der die Kasse ausgeräumt hat. Die Polizei hat nicht das unternommen, was Sie wollten. Wie geht denn so eine Ermittlung dann im Regelfall? Na, eigentlich... Sie rufen die Polizei, sagen... Genau, hat die eigentlich haben wir das die ganze Zeit gemacht. Wir rufen die Polizei. Es werden die Videobänder ausgewertet. Aber es ist immer irgendetwas... Weiß ich, dass er halt nicht gefunden wird oder er ist irgendwie, das eine Mal, der die Scheibe zerschlagen hat, war geistig nicht zurechnungsfähig. Mhm. Und ich so denke, okay, und den jetzt war ich halt so stinkig, dass ich gesagt habe, so jetzt reicht's mich. Also die Polizei sagt dann, okay, wir sehen deine Videos, aber wir werden den nicht finden oder was ist die Auskunft? Na, bei dem jetzt war es, obwohl ich den Facebook-Account, ich habe seinen Namen dadurch gekriegt von seiner Ex-Freundin. Nein, aber bevor Sie das Video hochgeladen haben, Sie haben ja das Video hochgeladen, nachdem Sie das Gefühl hatten, die machen sowieso nichts, oder? Ja, also naja, Sie machen nichts. Ich denke irgendwie, es kommt nicht weiter. Ja. Man kommt sich halt nicht so wichtig vor. Okay. Und es ist halt so eine Bagatelle. Es ist halt, ja. So, dann haben Sie das Video, das aus Ihrer Überwachungskamera eben gemacht wurde, hochgeladen. Ja. Ja, der Täter ist erkannt worden von einer Ex-Freundin. Ja. Unter anderem. Ja, sie wollte namentlich nicht genannt werden, aber sie sagte, ich gebe dir seinen Namen, seinen Facebook-Account. Das war er auch. Ich habe ihn gesehen, habe das gleich weitergeleitet. Okay. Es hat sich auch eine andere Mitarbeiterin eines Discounters gemeldet, der genau am gleichen Tag ausgeraubt wurde. Mhm. Und das war der gleiche Mensch. Wir haben die Vorgangsnummern ausgetauscht. Ich habe gehört, wo er zu finden ist, regelmäßig. Bei uns sogar ganz in der Nähe, in so einer Spielothek. Alles das haben Sie der Polizei? Habe ich alles weitergegeben. Und dann? Er konnte nicht ermittelt werden. Weil? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe echt so gedacht, das ist jetzt nicht wahr, oder? Irgendwie und dachte, es kann nicht wahr sein. Ja, ich habe den Namen
Sie haben ja freundlicherweise quasi die Korrespondenz von der Anwaltschaft dann mitgebracht. Und da steht, eingeleitetes Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Es ist nicht gelungen, einen Täter zu ermitteln. Es fehlt gegenwärtig auch an konkreten Anhaltspunkten für die Durchführung erfolgversprechender weiterer Ermittlungen. Ja, das ist mir, verstehe ich nicht. Das heißt, Sie haben große Aufregung gehabt. Sind auch sehr kritisiert worden. Ich war total stinksauer. Ja, wir haben auch nicht nur Positives gehört. Also wir wurden viel, er war halt nicht deutsch und ich wurde viel als Nazi. Du Drecksau, du Schwarze, weiß ich nicht was. Ihr seid doch eh Nazi-Laden, dann nützen auch eure drei Hunde nichts, all sowas. Wo ich so dachte, ey, was geht das? Und aus diesem Grund hatte ich dieses Video auch nur wieder rausgenommen. Okay. Aber es hat also keinen Erfolg gehabt, diese Nein. Geschichte. Sie haben ein zweites Mal ein solches Erfahren gehabt. Zwei Frauen kommen in den Laden. Mhm. Die eine lenkt ab mit einem Blumenstrauß. Am Ende eben wird, merken sie, dass die andere Geld klaut. Die eine hat den Blumenstrauß gekauft, hat auf 100 Euro für 10 Euro bezahlt, hat die 90 Euro kassiert. Und bevor der Kollege den 100er wegpacken konnte, ist die andere in unsere Ecke gegangen, wo so Süßigkeiten sind. Und sie sagte, sie ist schwanger und sie kippt gleich um und sie muss was essen. Und er war abgelenkt. Und in der Zeit, wo er sich kurz weggedreht hat, hat sie den Strauß raufgelegt und sich ihren 100er wieder runtergezogen. Okay. Der Vorteil war, er hat es gemerkt. Die eine ist gegangen, mit dem Geld allerdings. Die andere hatten sie. Und auf der Kamera sieht man auch, es waren ganz viele Polizisten da. Die Polizei war da? Ja, und ich habe es nicht ins Internet gestellt, weil ich dachte, okay, du bist heute jetzt mal anständig, ich tue es nicht. Sie haben sie aber festgehalten, beide Ja, Frauen. Ja, genau. Und sie wurde auch mitgenommen. Mhm. Und dann dachte ich so, juhu, man hat mal einen. Und dann kam der nächste Brief. So, da steht jetzt die Strafanzeige, das Verfahren wird eingestellt, weil die Beschuldigte keinen Aufenthaltsort im Bundesgebiet hat oder es ist keiner bekannt. Falls Sie Kenntnis von Ihrem Aufenthalt erhalten, bitte ich Sie um Nachricht. Ja, und da frage ich, wieso, ihr hattet sie doch. Ihr hattet sie also doch. Das ist so, da verliere ich meinen Glauben. Und dieser Brief, tut mir leid, der bestätigt mich, dass ich es jedes Mal wieder ins Internet setze. Mhm. Einfach, wir sind in einer Ecke, wo viele kleine Läden sind und das ist ja auch eine Art von Selbstschutz so. Oder ich möchte auch keinen haben irgendwie in meinem Freundeskreis, der bei mir zu Hause ist, wenn ich den im Internet sehen würde und denke, ey, der klaut, da hätte ich auch ein schlechtes Gewissen bei mir zu Hause. Beides im Jahr 2016. Ja. Herr Wendt, finden Sie es gut, wenn Bürger dann selbst ermitteln? Nein, finden wir überhaupt nicht gut. Ich würde aber gerne eine Aussage, liebe Frau Maischberger, bei allem Respekt widersprechen. Der Berliner Polizeipräsident hat selbstverständlich nicht gesagt, dass irgendwelche Straftaten nicht mehr verfolgt werden. So wurde es in der Zeit. Sondern er hat, ja, das ist leider unseriös wiedergegeben, unsauber wiedergegeben. Er hat gesagt, dass da, wo überhaupt keine Ermittlungsansätze sind, wir selbstverständlich die Straftat aufnehmen, aber nicht Personal für sinnlose Ermittlungsarbeit verschwenden. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Das ist nämlich der kräfteschonende Einsatz von polizeilichen Ressourcen. Dazu ist er auch verpflichtet. Das andere wäre eine Straftat gewesen. Also deshalb, das ist ein großer Unterschied. Ich will das nur sagen. Er hat nicht gesagt, wir verfolgen bestimmte Straftaten nicht. Nee, man kann sie anzeigen, aber es wird dann nur noch tatsächlich dann ermittelt, wenn es einen Anhaltspunkt gibt. Wenn es auch Ermittlungsansätze gibt. Hier hätte es zwei gegeben. Ansonsten, diese Schreiben sind ja nicht von der Polizei, sondern von der Staatsanwaltschaft. Ja. Die stellt die Verfahren ein, das machen nicht wir. Und die Justiz wird ihre Gründe dafür gehabt haben, die einzustellen. Die erschließen sich nicht uns sich nicht immer. Finden Sie es denn gut, dass jetzt Frau Osterberg selber dann ein Video hochlädt, damit eben... Nein, das finden wir grundsätzlich nicht gut, weil Ermittlungsarbeit und Strafverfolgung ist Arbeit von Polizei und Justiz. Gut. Und wir sind im Rechtsstaat, dafür sind diese Organe da. Und deshalb ist das falsch, wenn Bürgerinnen und Bürger das machen. Herr Fischer, können Sie den Unmut von Frau Osterberg verstehen? Naja, natürlich. Der Unmut liegt ja auf der Hand. Wobei ich erwähnen darf, nur ganz am Rande, dass es sich natürlich nicht um Ausrauben handelt, sondern um sogenannte Diebstähle. Das ist ein Unterschied. Das eine ist ein schweres Verbrechen, das andere ist ein Vergehen, was ungefähr 400.000 oder 500.000 Mal pro Jahr in Deutschland begangen wird. Jeden Tag in zahllosen Fällen. Davon werden sehr viele ermittelt, Angeschuldigte ermittelt und viele Angeklagte verurteilt und manche werden halt nicht ermittelt. Ich kann dieses Schreiben eines Rechtsanwalts natürlich jetzt nicht bewerten. Staatsanwalt Berlin, Das ist halt eingestellt worden, weil kein Täter zu ermitteln war. Warum der nicht zu ermitteln war, das ist ja natürlich ein Einzelfall. Das kann ich jetzt nicht bewerten. Aber das hat ja auch nichts mit der Polizeiarbeit zu tun. Ja. Ganz am Rande noch mal bemerkt, wir haben, glaube ich, unmerklich das Thema vollkommen gewechselt. Ja. Die Diebstähle im Blumenladen in Berlin haben ja nur mit der Gewalt gegen die Polizei eigentlich gar nichts zu tun. Und auch nicht mit dem Versagen der Polizei und erst recht nicht mit dem Versagen der Justiz, sondern damit, dass Menschen Trickdiebstähle begehen oder Diebstähle oder Ladendiebstähle. Und zwar in
bedauerlich hoher Zahl. Das hat es aber, glaube ich, schon immer gegeben. Und die Zahl ist auch in keiner Weise irgendwie angestiegen und hat auch nichts mit Ausländern zu tun, sondern das ist eine relativ konstante Anzahl von Diebstahlstaten, die wir begehen. Und jeder einzelne Betroffene, jedes Opfer davon ist natürlich in hohem Maße verletzt und beleidigt und empört, das ist ja völlig klar. Und erst recht, wenn er oder sie eine Anzeige erstattet und dann mitgeteilt wird, der Täter ist nicht auffindbar oder wir haben keine Anhaltspunkte. Warum die Staatsanwaltschaft jetzt keine Anhaltspunkte hat, obwohl sie einen Namen genannt haben, das ist eine Einzelfallsfrage. Die kann ja niemand jetzt heute Abend in dieser Sendung an. Nee. Aber es deutet natürlich vieles darauf hin, wenn ich das nur kurz einwerfen darf. Bitte mal kurz meine Rolle wechseln. Ich spreche auch nicht für die Justiz, versprochen, lieber Herr Fischer. Aber die Justiz ist natürlich genauso dramatisch personell unterbesetzt. Der Deutsche Richterbund spricht zu Recht davon, dass mindestens 2000 Staatsanwälte und Richter fehlen. Und dahinter im Justiz- und Justizvollzugspersonal noch viel mehr Personal. Das muss wenigstens erwähnt werden. Ja, die Justiz werden wir vertiefen. Aber die Frage, haben wir das Thema wirklich gewechselt? Frau Lenders, kennen Sie den Frust denn auch als Polizistin, dass Sie zu einem Tatort kommen, in diesem Fall? Selbstverständlich. Erstmal tut es mir unheimlich leid, dass Sie das Gefühl haben, die Polizei oder Ihr Fall wird nicht ernst genommen. Weil das ist doch genau das, was nicht passieren darf. Dem Bürger ist es übrigens völlig egal, ob es ein Raub oder ein Diebstahl ist. Das unterscheidet er auch nicht. Nein, das ist dem Bürger nicht egal. Doch, es ist ihr egal. Also weil ausgeraubt worden sind wir auch schon. Also es war auch schon also mit Wegschubsen. Ob sie mit dem Wald zusammengeschlagen oder mit einer Waffe bedroht werden oder ob ihnen hinter ihrem Rücken etwas weggenommen wird, ist ihnen nicht egal. Ist ihr egal, weil es geht ihr darum, ich bin Opfer einer Straftat zunächst. Zunächst erstmal. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich geschlagen werde oder nicht. Ja, aber ihre Betroffenheit ist ja verständlich. Und ich finde das gefährlich, wenn der Bürger glaubt, die Polizei kann ihn nicht mehr schützen. Ja, aber das glauben die Bürger doch nicht. Und das hat für mich selbstverständlich auch was damit zu tun. Hamburg hat 1 Million Überstunden von diesem Riesenberg. Ich komme immer auf die alten Zeiten zurück, in den 80ern. Ich durfte und konnte Fußstreife gehen. Wir waren so besetzt an der Wache, dass wir draußen waren. Wir konnten in den Blumenladen gehen und konnten fragen. Ich habe Informationen erhalten. Das heißt, ich konnte, wenn da was Ihnen eigenartig vorgekommen wäre, vielleicht schon mal im Vorwege Prävention machen. Aber Sie werden doch nicht jeden Tag im Blumenladen gestanden haben und aufgepasst haben, ob da ein Ladendiebstahl passiert. Es ist ein Beispiel. Ja, können Sie mir doch einfach aber ein schlechtes. Nein, für mich ist es kein schlechtes. Für mich ist das nah am Bürger zu sein. Und ich habe dann erlebt, dass Wachen zusammengelegt wurden. Ich habe dann erlebt, dass eben weniger Streifenwagen da sind. Und ich weiß, dass heute meine Kollegen, obwohl ich an der Akademie bin seit 5 Jahren, dass die reinkommen in den Dienst, dass sie den Streifenwagen besetzen, dann stellen sie fest, verdammt, wir können die Grundlast nicht mal mehr stellen. Dann versuchen sie, von woanders Kollegen zu holen. Dann fahren die los, weil die einen Einsatz haben. Dann kommen die rein, dann schreiben die sind noch nicht fertig, dann sind die wieder draußen. Das heißt, die Zeit, präventiv tätig zu sein und sich um den Bürger zu kümmern oder auch das, was der Kollege Hein gesagt hat, Dankeschön. Das ist ja absolut zutreffend. Ist es denn zu viel verlangt, Herr Lauer, weil Sie auch gerade so mit dem Kopf geschüttelt haben, ist es denn zu viel verlangt zu sagen, jemand, der einen Blumenladen betreibt, möchte gerne, dass dieser Blumenladen möglichst weniger ausgeraubt wird? Nö, das ist nicht zu viel verlangt. Ich will auch nicht beklaut werden. Bei mir wurde, bei mir wurde alleine, glaube ich, 2013 zweimal im Keller eingebrochen und 2014 nochmal. Ich bringe das gar nicht mehr zur Anzeige, weil ich weiß, ich mache da mit der Polizei nur Papierkram und aufgeklärt wird es eh nicht. Ich kann das total verstehen, dass das frustrierend ist, dass das schlecht ist. Aber die Frage ist doch tatsächlich, konstruiert man jetzt aus diesem einen Beispiel? Und mir geht es da genauso wie Herr Fischer, das ist für Sie individuell total bescheuert und scheiße. Und ich kann Ihre Wut verstehen, das merkt man ja auch jetzt, dass Sie wütend sind. Ja. Aber man kann daraus ja jetzt nicht ableiten, dass Deutschland als Land total unsicher ist, dass, weiß ich nicht, die Polizei in der Unterzahl ist, dass wir Angst davor haben müssen, Opfer einer schlimmen Straftat zu werden. Herr Fischer hat es schon gesagt, eine andere Zahl ist zum Beispiel Körperverletzungen zum Beispiel oder diese ganzen Rohheitsdelikte gehen seit Jahren runter. Wir haben eine Aufklärungsquote von 80%, wo ich sage, das ist super. Es gab wahrscheinlich noch nie eine Zeit in der Geschichte der Menschheit tatsächlich, wo es so sicher war, hier zu leben, wie jetzt im Moment in Deutschland. Das heißt, also, da würde ich gerne ganz kurz einhaken. Also es ist zum einen natürlich, man kann sich Statistiken anschauen, die geben natürlich auch, ich sag mal, eine gewisse Perspektive wieder. Aber ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit,
Lassen Sie mich mal ganz kurz ausreden. Ja. Es gibt aber eben auch die andere Möglichkeit, indem man sich auch mit den Kollegen unterhält. Ich habe eben die Möglichkeit, auch mit Kollegen aus Spezialeinheiten zu sprechen. Und die sagen mir, pass auf, vor 10 Jahren, wenn jemand behauptet hätte, wir haben hier Terror in Deutschland, da hätten die Leute gelacht. Die Öffentlichkeit bekommt gar nicht... Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ja, gehen Sie mir doch auch ein bisschen Sendezeit. Ja, aber wissen Sie, und dann, nee, ich bin aber gerade noch dran zu sprechen. Lassen Sie erst einen Satz hören, dann können Sie anhalten. Und es ist eben so, dass die Öffentlichkeit es gar nicht mitbekommt, wie viele Einsätze wir eigentlich mittlerweile schon fahren, die sich eben auf Terror beziehen. Und früher war es eben so, dass bei 8 von 10 Fällen widerstandslos das über die Bühne gegangen ist und dass man da vielleicht mal ein Messer gefunden hat. Mittlerweile sind bei 8 von 10 Fällen scharfe Waffen. Datendiebstahl oder Terror? Wir reden allgemein über Kriminalität und über die Strafbarkeit. Und das ist ja heute das Thema Polizei, es gibt ein Gefühl, Knabe der Nation. Und das, wir machen ja auch andere Sachen außer Diebstähle. Ja, es gibt ein Gefühl, Herr Fischer, es gibt ein Gefühl... Ja, das ist eben auch ein Thema, um das wir heute sprechen. Das hat Polizei als Prügelknabe, ja so, dass zum Beispiel mit den Diebstähle im Land. Dürfen wir jetzt heute nur noch... Aber ich wusste nicht, dass wir uns nur noch über Diebstähle unterhalten dürfen. Es gibt Umfragen, Herr Fischer, die tatsächlich, das mag jetzt von der Statistik belegt werden oder nicht, aber die Umfragen, die immer wieder geführt werden, ob sich die Leute in Deutschland sicherer fühlen oder nicht, zeigen natürlich eine wachsende Unsicherheit. Ob die jetzt darauf zurückzuführen ist, dass tatsächlich mehr passiert oder ob eben die Angst wächst, obwohl die Kriminalstatistik so gut aussieht, wie Herr Lauer sagt, ist die andere Sache. Aber das Gefühl muss man doch ernst nehmen, oder nicht? Aber selbstverständlich muss man das Gefühl ernst nehmen. Und wenn man die Frau Osterberg überfallen wird oder ausgeraubt wird und immer die Erfahrung macht, dass sie gestohlen, sie wurde nicht ausgeraubt. Also in diesem speziellen Fall wurde gestohlen, wir wurden aber auch schon ausgeraubt. Ja. Also das ist auch. Also das ist was krass. Sagen Sie dann Frau Osterberg? Soll sie sich damit abfinden, dass das so ist? Nö. Ja, aber die Frage, finde ich, stellt sich irgendwie gar nicht. Sie hat doch ein sie hat doch eine Strafanzeige erstattet. Sie hat sogar jemanden konkret beschuldigt, der Täter zu sein. Die Staatsanwaltschaft hat das untersucht. Ganz unabhängig von der Personallage der Polizei ist der Täter nicht ermittelt worden. Und deshalb hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Das hat ja jetzt mit dem Sicherheitsgefühl nur mittelbar zu tun. Man muss doch unterscheiden zwischen der wirklichen Sicherheitslage, also sagen wir mal, wie viele Straftaten werden tatsächlich begangen, und dem Gefühl der Menschen. Ja. Jetzt ist es ja so, dass die Kriminologie seit vielen Jahren dieses Thema, genau dieses Thema behandelt. Ja, es ist ein sehr vertrautes Thema in der Wissenschaft der Kriminologie. Und das Sicherheitsgefühl, das Schutzgefühl, das Unsicherheitsgefühl ist ein Forschungsgegenstand. Deshalb wissen wir zum Beispiel, dass in vielerlei Bereichen heutzutage wir mit einer Situation leben, in der das Unsicherheitsgefühl der Menschen steigt in Deutschland, obwohl die objektive Lage sich verbessert. Ja. Das hat natürlich Gründe. Und wenn man diese Gründe gar nicht mehr wissen will, sondern nur noch sagt, es wird alles immer schlimmer, dann kommt man ja nie dahin, dass man irgendwas verbessert. Ganz genau. Was sind, was sind die also, Gründe? Wenn es nicht die Gründe Erfahrung sind, ist, Opfer die zu Gründe, sagen, was sind die Gründe? Die Gründe sind halt, wie soll ich sagen, relativ kompliziert. Sie haben mit der Struktur unserer Gesellschaft zu tun, sie haben mit der Entwicklung in unserer Gesellschaft zu tun. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen von vielerlei Großgefahren bedroht sind. Von Klimawandel, von Kriegsangst, von Untergangsangst, von apokalyptischen Vorstellungen. Ja? Also von lauter Gefahren, an denen der Einzelne gar nichts ändern kann. Mhm. Gleichzeitig zerfallen in unserer Gesellschaft, nachdem die Agenda 2010 sich jetzt zur vollen Schönheit entwickelt hat, alle Strukturen, die früher Sicherheit vermittelt haben. Dorf, Gemeinschaft, Verein, Familie, Großfamilie, alles zerfällt. Der Einzelne läuft herum, wohnt irgendwo in kleinen Wohnungen und ist ganz alleine. Und da draußen ist eine feindliche Welt, von der er jeden Tag liest, alles wird immer schlimmer, alles wird immer unsicherer. Das führt dazu, dass die Menschen empfindlicher werden, dass die Menschen denken, alles wird, alles bedroht mich. Wir haben im Bereich zum Beispiel von Sexualstraftaten also bei Einbrüchen muss man einen dramatischen Rückgang von Straftaten und gleichzeitig einen dramatischen Anstieg. Und einen dramatischen Anstieg der Bedrohungsangst. Ja. Ja, das muss man selbstverständlich ernst nehmen. Und man muss sich mit den Ursachen beschäftigen. Aber die Ursachen liegen nicht darin, dass Gewalt gegen Polizisten ausgeübt wird oder dass es zu wenig Polizei gibt. Das habe ich verstanden. Trotzdem, also bei Einbrüchen und bei Diebstählen sind die Aufklärungsquoten in der Tat sehr gering.
Und da gibt es auch Wachstumsraten, die in den Statistiken zu zeigen sind, was die Fälle angeht. Also ist das mehr als eine gefühlte Unsicherheit? 10%? Es gibt einen Punkt, der gerade... Es gibt eine Erklärung von Herrn Fischer, die wir jetzt gehört haben, woher die Unsicherheit kommt. Das ist eine Ursachenforschung. Herr Wendt hat eine andere Ursache ausgemacht, hat darüber ein Buch geschrieben, das ein Bestseller geworden ist. Er sieht tatsächlich die große Problematik auch innerhalb der Justiz, weil sie eben nicht verfolgt, was die Polizei an Tätern ermittelt. Die volle Härte des Gesetzes heißt heute oft, wir stellen von Straftätern die Personalien fest und Richter lassen sie wieder frei. Seit Monaten fährt unser Gast, der Polizeigewerkschafter Rainer Wendt, schwere Geschütze gegen die Strafrichter auf. Es gibt mehr und mehr Urteile, die eine Tendenz zu verheerender Milde zeigen. Wenn Vergewaltiger feixend den Gerichtssaal verlassen, Todesraser, Serieneinbrecher. In diesen Fällen sind die Richter ihrem Schutzauftrag für die Bevölkerung nicht gerecht geworden. Aber am schlimmsten, so Wendt, sei die Botschaft lascher Urteile in die kriminelle Szene. Die laute: Macht euch keine Sorgen, begeht ruhig Straftaten. Findet in Deutschland wirklich eine ernsthafte Strafverfolgung meist gar nicht statt? So, das wäre eine Erklärung für die Unsicherheit, Herr Wendt. Also ja, eine andere. Im Prinzip ist es so, die verheerende Milde der Justiz ist schuld daran, dass dieses Land unsicherer geworden ist? Also zunächst mal ist das ein Teil der Erklärung. Richter Fischer hat ja auch recht mit seinem Befund, das gehört ja auch dazu. Ein weiterer Aspekt ist die mangelhafte Präsenz von Polizei in der Öffentlichkeit, die das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung natürlich in massiver Weise beeinträchtigt. Und natürlich sind es auch Botschaften von Urteilen, von Justizentscheidungen. Die Justiz entscheidet ja nicht immer falsch. Ich habe großen Respekt vor überarbeiteten Richtern, vor Staatsanwälten, die in Vorgängen ersticken. Aber es gibt eben auch die Fälle, und in Hamburg, die Kollegin Lenders hat ja einen Fall angesprochen, es gibt viele andere. Geben Sie mir ein Beispiel dafür. Die 5 Vergewaltiger beispielsweise, die feixend mit der Bewährungsstrafe den Gerichtssaal verlassen, sich von ihren Kameraden dann feiern lassen und dann natürlich auch verschwinden. Aus Köln wissen wir, dass Kollegen und Kolleginnen, die Täter auf frischer Tat beobachten, und zwar mehrere Male, bis zu 5 und 8 Mal am Tag festnehmen und gleich wieder laufen lassen. Das ist nicht nur für die Bevölkerung frustrierend, für die Opfer von Straftaten, sondern eben auch für die Polizei. Und was in Zukunft für die Täter ist, ist die Botschaft: Macht ruhig, passiert nichts. So, und darin ist, warum macht die Justiz das, Ihrer Meinung nach? Weil sie unfähig ist, weil sie überlastet ist? Nein, auf keinen Fall. Also zunächst einmal ist die Überlastung. Warum passieren diese Einstellung der Verfahren? Zunächst mal ist die Überlastung, der ökonomische Einsatz der Kräfte schon ein wichtiger Faktor. Wenn Staatsanwälte, und ich weiß auch gerade aus Berlin, unter welchen Umständen die dort arbeiten, mit einer Ausstattung, die eher an den Charme der 70er Jahre erinnert, da wissen die natürlich auch vor Vorgängen nicht mal ein noch aus. Es ist also nicht so, dass die nicht wollen, sondern ich glaube, es liegt vielfach an der mangelhaften Ausstattung. Sie können ganz einfach nicht. Sie können ganz einfach. Das klingt jetzt aber alles anders, Herr Fischer, als das, was eben in dem Buch dann häufig oder in den Interviews gesagt wird. Die Tendenz zu verheerender Milde ist ein starker Vorwurf an Sie, an die Justiz. Sind Sie schuld daran, dass eben am Ende Frau Osterberg keinen Täter, keine Befriedigung haben kann in ihren Fällen? Hat Herr Wendt da recht? Nein, ich glaube nicht, dass Herr Wendt recht hat. Die mangelnde Ausstattung der Justiz mit Personal kann ja auch an der Milde eigentlich nichts ändern. Ja, also wenn man drei Richter mehr hat, wird es ja auch nicht härter, die Strafe. Also die Sache ist natürlich ein bisschen komplizierter mal wieder. Die Dinge werden auf eine ganz erstaunliche Weise vermischt. Und man muss natürlich auch sagen, warum jetzt ausgerechnet die deutsche Polizeigewerkschaft die hervorstechende Kompetenz dazu haben sollte, die Arbeit der Justiz zu beurteilen oder zu sagen, welche schweren rechtspolitischen Fehler die Justiz macht und welche Gesetzesänderungen erforderlich sind, das leuchtet mir spontan nicht ein. Ja, also zuständig für die
Strafverfolgung sind die Staatsanwaltschaften, und die Polizei hat da ihre wichtige, extrem wichtige gesetzliche Aufgabe. Und dass Polizeibeamte sozusagen von der Struktur der Arbeit her eher, sagen wir mal, zu einer Position von Recht und Ordnung neigen, ist vollkommen klar. Das ist selbstverständlich, das ist zu respektieren, aber das muss natürlich auch reflektiert werden innerhalb der Polizei. Und herzugehen und zu sagen, die Straftaten nehmen zu, weil die Strafen zu milde sind. Es ist ja eine, wie soll ich sagen, das ist ja eine aus der hohlen Hand dahergeredete Behauptung, die in keiner Weise gestützt wird. Darf ich Frau Lenders bitten, zu fragen, Ihre Erfahrungen. Niemand begeht doch eine Straftat, weil er nur 3 Jahre Freiheitsstrafe kriegt und sagt, für 3 Jahre werde ich jetzt im Blumenladen überfallen und für 3 Jahre 6 Monate mache ich es aber dann nicht mehr. Frau Lenders, wie oft ist es Ihnen begegnet, dass Sie einen und denselben Täter eigentlich immer wieder vor sich hatten? Es ist mir begegnet, und zwar bei einer männlichen Person, die immer wieder versuchte, ein Auto aufzubrechen. Das Kuriose daran war, weil ich selber habe ihn 3-mal dabei ertappt, andere Kollegen auch, weil er auch immer den gleichen Tatort hatte. Und das Kuriose dabei ist, dass diese Person sagte, hey, du schon wieder? Das fand ich schon mal ganz interessant. Ich hatte die Personalien schon im Kopf. Und er wusste genau, wie die Abläufe sind. Ja. Ich nehme mal an, deswegen hat er sich auch immer wieder getraut, sich so zu verhalten. Weil er nämlich zu einem offensichtlich bekannten Kumpel oder was auch immer, der vorbeikam, sagte, ey du, Wache, Weidestraße, 15 Minuten, kannst du mich abholen. Das heißt, er wusste ganz genau, dass wir natürlich feststellen, er hat einen festen Wohnsitz und dass wir keine weiteren Möglichkeiten hatten, ihn festzuhalten. Und das ist in dem Moment, ohne Richterschelte betreiben zu wollen, das ist natürlich frustrierend. Ne? Sie stellen fest, immer wieder fahren sie praktisch diesen gleichen Einsatz. Und dann kommen Menschen wie Frau Osterberg, wo man eigentlich wirklich von Berufsethos her helfen will und ihr natürlich auch sagen möchte, sie sind sicher. Und wir können es nicht, weil die immer wieder unterwegs sind. Und ich habe einmal jemanden festnehmen müssen, weil er auf offener Straße seine Frau fürchterlich zugerichtet hat, ein Kleinkind dabei war und 2 Frauen fühlten sich berufen, ganz schnell die Polizei zu rufen. Wir brauchten 2 Streifenwagen, um den zu transportieren, weil er hochgradig aggressiv war. Der ist irgendwann dann wieder durch diese Straße gelaufen, und zwar nicht 3 Jahre später, sondern relativ zeitnah. Und die haben mich angerufen und haben natürlich ihren Frust bei mir abgelassen, haben auch bewusst nach meiner Person gefragt, wie kann das angehen, warum läuft er vor meinem Fenster? Ich habe Angst, ich traue mich nicht raus. Und das ist das, was mir Bauchschmerzen macht. So, Herr Fischer, das sind konkrete Beispiele, wo man jemanden dingfest macht und wo man natürlich erwartet, dass der einen nicht immer wieder begegnet. Was entgegnen Sie, Frau Lenders? Es kommt darauf an. Wir werden ja wahrscheinlich nicht für jeden Menschen, der Körperverletzungen begeht, Bedrohungen, Beleidigungen, Diebstähle oder sonst irgendwelche Straftaten oder auch Autodiebstähle, werden wir ja nicht beim ersten Mal lebenslänglich geben, damit er der Polizeibeamte nicht mehr begegnet. Ja, am 20. Mal oder nicht mehr am Blumenladen vorbeiläuft. Aber ich bin ja auch beim 20. Diebstahl, lieber Herr Wendt, wird die deutsche Justiz kein vollkommen unverhältnismäßiges lebenslang verhalten. Frau Osterberg? Muss die Polizeigewerkschaft, die deutsche Polizeigewerkschaft einfach leben. Kann sie auch. Aber Frau Lenders hat es ja auch geschildert. Die Opfer müssen damit leben können. Frau Osterberg. Und die Opfer können auch damit leben, aber wenn man ihnen erklärt, woher es kommt. Ich bin ein bisschen erschrocken, was hier so gesagt wird. Weil ich fühle mich in Berlin nicht sicher. Und das kann ich sagen. Und ich kriege das auch mit durch meine Tochter. Meine Tochter ist 20. Und wenn man das sieht, das letzte Beispiel, der U-Bahn-Treter, null Respekt. Das geht nicht nur der null Respekt der Polizei gegenüber, sondern null Respekt jedem Menschen gegenüber. Ja, natürlich. Und so viel, dass ich Angst um meine Tochter habe. Ich bin sowieso aus Berlin rausgezogen, weil ich Berlin einfach nur noch ätzend finde und absolut beschissen. Und man hat Angst, die Menschen haben Angst. Polizeipräsenz ist nicht mehr so. Vor 10 Jahren habe ich unseren Kontaktbeamten regelmäßig gesehen, er hat unserem Hund Schleckis mitgebracht. Jetzt muss man sie suchen, wenn man da mal irgendjemanden auf der Straße sehen will. Ja, aber der U-Bahn-Treter wird doch nicht, oder nicht, wird doch nicht durch aber, Polizeischleckis daran gehindert, jemanden... Nein, sehen Sie das nicht ins Lächerliche? Das ist unerträglich, wie Sie mit Opfern umgehen. Aber so ist Justiz. Das ist Ihnen egal, wie die Opfer reden. Er hat halt eine professionelle Sicht. Ich habe keine professionelle Sicht, trotzdem habe ich Angst. Frau Osterberg, ich laufe in gewissen... Sie alle wissen, worüber wir reden, wenn wir über den U-Bahn-Treter reden. Vielleicht aber gibt es in Deutschland noch ein paar Menschen, die das nicht wissen. Und deswegen würde ich Ihnen gerne noch mal, um den Fall aufzugreifen, er hat natürlich auch eine Frage ausgelöst über die Videoüberwachung. Das ist der Fall des sogenannten U-Bahn-Treters von Berlin.
Berlin, 27. Oktober letzten Jahres, U-Bahn-Station Hermannstraße in Neukölln. Die Überwachungskamera filmt eine brutale Attacke. Ohne erkennbaren Grund tritt ein Mann eine ahnungslose Frau von hinten die Treppe hinunter. Und geht einfach weiter, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Erst Wochen später veröffentlicht die Polizei das Video. Die Fahndung ist erfolgreich. Nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung kann der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Und wieder entflammt die öffentliche Debatte über den Einsatz von Kameras an öffentlichen Plätzen. Nach einer Emnet-Umfrage befürworten 83% der Deutschen die Ausweitung der Videoüberwachung. Kritiker dagegen sagen, diese Maßnahmen halten Täter nicht von Verbrechen ab, wie die Gewalttat in der U-Bahn-Station zeige. Können uns Videokameras vor Verbrechen schützen? Herr Lauer, problematisch ist, dass es einfach solche Bilder gibt. Nicht nur, weil es Videoüberwachung gibt, wie in diesem Fall, sondern weil Menschen solche Situationen filmen. Daher natürlich auch die Frage, ist es falsch zu sagen, wie 83% der Befragten in diesem Fall gesagt haben, Videoüberwachung könnte möglicherweise dazu führen, dass solche Dinge nicht passieren, weil die Täter danach gefasst werden? Das ist jetzt natürlich in der Ausgangssituation eine sehr interessante Frage. Und angesichts der tragischen Musik machen Sie es mir natürlich auch ein bisschen schwer, da jetzt rational drauf zu antworten. Ja. Sie müssen da keine fröhliche Musik zu machen. Aber ich komme auch auf die Gefahr hin, dass es wieder zu detailreich wird mit den nackten Zahlen. Ja. Ich hatte schon die Körperverletzung in Berlin erwähnt. Sie haben seit 20 Jahren ungefähr eine Aufklärungsquote von 80%, total erfolgreich, erfreulich. Die Zahlen gehen runter. Mhm. Und Sie sehen, dass sich die Aufklärungsquote seit der Einführung der Videoüberwachung in der U-Bahn in Berlin nicht verändert. Gar nicht. Also wirklich nicht. Es sind dieselben Schwankungen wie vorher. Und ich finde persönlich, auch als Politiker, die Vorstellung, den Leuten irgendwie zu sagen, ja, wir hängen da so Kameras hin und dann wird es sicherer, finde ich zynisch, weil es wird nicht sicherer. So, ich weiß, für eine Öffentlichkeitsfahndung, ja, und Öffentlichkeitsfahndungen sind ja nochmal was anderes, hat man früher auch mit Phantombildern gemacht, hat auch funktioniert, für eine Öffentlichkeitsfahndung, die laufen erfolgreich und da kann ein Kamerabild helfen. Ich persönlich wäre aber dafür, dass man sich gerade in solchen Bereichen, die natürlich auch Angsträume sind, wo die Berlinerinnen und Berliner seit Jahren der BVG sagen, in den Sicherheitsberichten, in den Umfragen, wir hätten gerne mehr Personal. Wo dann auch, sag ich mal, der Staat Geld in die Hand nimmt und sagt, pass auf, ihr wollt mehr Personal, ihr kriegt mehr Personal. Also nicht Polizei, Sie meinen, das ist gar keine Polizeiaufgabe, dass sie häufiger oder präsenter ist in solchen Gegenden, sondern das muss in diesem Fall eben die Berliner Verkehrsbetriebe machen? Rot-Rot-Grün in Berlin hat da ja schon drauf reagiert und hat gesagt, okay, wir erhöhen die Polizeipräsenz in der U-Bahn. Es wurde ein neuer Vertrag mit der BVG abgeschlossen. Es wird jetzt häufiger Polizeistreifen geben. Und was man in meinen Augen bräuchte, wäre halt vor Ort Informationspersonal. Das müssen noch nicht mal irgendwie ausgebildete Sicherheitsleute sein. Nur damit dieser Raum nicht mehr einfach als entmenschlichte Transitzone wahrgenommen wird, sondern dass ganz klar ist, ich kann mich hier nicht irgendwie daneben benehmen, weil wenn ich mich daneben benehme, wird im Zweifelsfall, werde ich festgehalten, wird die Polizei gerufen. Aber das ist doch genau das, was Frau Osterberg gesagt hat. Sie möchte gerne, dass sie in die U-Bahn gehen kann, wenn sie in dieser Stadt liegt, ohne dass sie Angst haben muss. Kann man ja auch. Können Sie ja bestätigen. Kann man ja auch. Also es gibt in der U-Bahn gibt es im Jahr ungefähr 1.300 bis 1.600 Körperverletzungen. Mhm. Angesichts der Millionen von Menschen, die BVG täglich befördert, ist es wahrscheinlich im Lotto zu gewinnen, als tatsächlich dann das Opfer einer solchen abscheulichen Straftat zu werden. Das hilft der einzelnen Person nicht. Aber nochmal, Videoüberwachung bringt nichts. Und ich finde es falsch, den Leuten zu suggerieren, es würde was bringen. Und wenn, dann muss man da halt einfach mit anderen Konzepten drauf reagieren. Und da kann man dann auch die Politik gerne für kritisieren, wenn sie das nicht tut und da nichts macht. Doch, es bringt doch was, weil er wurde ja gefasst. Wäre keine Kamera da gewesen, hätte man ihn ja, nicht gefasst. Ja, die Argumente Also der Herr Lauer hat ja insofern recht, als er sagt, dass Videoüberwachung oder der Einsatz von Videotechnik den Einsatz von Personal nicht ersetzen kann. Wir brauchen sowohl das eine als auch das andere. Wir brauchen Zugriffskräfte, die schnell genug da sind. Aber wir haben ja in Berlin gerade nach dem Attentat im Dezember die absurde Situation gehabt, dass die Berliner Polizei die Bevölkerung bittet,
ihr ihre Videoaufnahmen zur Verfügung zu stellen. Aber selbst am selben Tag erklärt Rot-Rot-Grün, aber wir, der Staat, die Polizei, wir machen das auf keinen Fall. Das ist ja wirklich ist auch absurd. Wir dürfen eben nicht von einer Videoüberwachung, sondern vom modernen Einsatz intelligenter Videotechnik sprechen. Wenn man sich damit einmal beschäftigt, lieber Herr Lauer, Sie wissen gar nicht, wovon ich spreche. Ja, natürlich. Nein, Sie wissen gar nicht, wovon ich spreche. Sie wollen nur einfach irgendwelche Kameras aufhängen. Das ist eben was ganz anderes. Ich will keine Kameras aufhängen. Wirklich fachkundig machen. Dann wissen Sie auch, wovon Sie da sprechen. Und dann wissen Sie auch, das sind alle Untersuchungen, die das hergeben. Und da hat sich die Wissenschaft lange mit beschäftigt, dass Videotechnik selbstverständlich Kriminalität verhindert. Und im Übrigen stechen Sie immer nur von Kriminalitätsstatistiken, die, das wissen Sie auch, das wahre Abbild von Kriminalität gar nicht hergeben. So, jetzt war ich da. Sie hatten mich gefragt, ich hatte geantwortet. Der Kern aber von Ihnen ist, es ist absurd, wenn die Berliner Polizei sagt, geben Sie uns bitte Ihre Handy-Fotos und Videos, die Sie gedreht haben, aber selber nicht. Können Sie darauf antworten? Trotzdem? Ja, natürlich kann ich antworten auf die Gefahr hin, dass es Herrn Wendt überfordert. Was in diesen ganzen Debatten nie genannt wird, ist erstens, wir haben Untersuchungen aus der Schweiz teilweise 2 Jahre lang ausgewertet, Videoüberwachung. Bringt nichts. Aufklärungsquote steigt nicht, Kriminalität verändert sich nicht, Sicherheitsgefühl verändert sich nicht. Es ist falsch, es ist zynisch, der Bevölkerung zu suggerieren, es würde sich durch Videoüberwachung etwas verändern. Zweitens, haben Sie das Argument gehört? Es ist, wenn etwas passiert, wird die Polizei die Bürger fragen, können Sie uns Ihre Videos zur Verfügung stellen? Es ist nicht irgendwie zynisch oder lustig, sondern es ist halt etwas vollkommen anderes, ob man eine staatliche Totalüberwachung hat. Ja. Und es ist ein Grundrechtseingriff und ich möchte in keinem Überwachungsstaat leben. Und wir sehen gerade in den USA, wie schnell auch ein Staat kippen kann. Ja? Ich will in keinem Überwachungsstaat leben. Und es ist etwas anderes, ob Zeugen spontan ihr Mobiltelefon heben und von einer konkreten Straftat, die da im Gange ist, ein Video machen und die Polizei darum bittet. Oder ob der Staat durch die Polizei da 24 Stunden am Tag draufhält. Es ist etwas komplett anderes. Herr Amri übrigens wurde dann mit Bildern aus seinem Personalausweis bzw. aus seinen Pässen öffentlichkeitsfahndet. Ja? Das heißt, man musste auf diese Videos überhaupt nicht zurückgreifen. Aber ich wage mal zu behaupten, wenn Sie durch Berlin laufen würden und Ihnen zieht irgendjemand von hinten irgendwas über den Schädel, Dann sind Sie glücklich, wenn irgendwo eine Videokamera gestanden hätte. Nein, bin ich nicht. Jetzt muss ich einfach mal dazwischen fahren. Ich komme sonst gar nicht mehr zu Wort. Also grundsätzlich, ich bin der Meinung, gerade eben dieser Fall hat gezeigt, dass Videoüberwachung funktionieren kann. Ja. Man kann jetzt natürlich hingehen und kann sagen, ja, das schreckt niemanden ab. Aber ich sage Ihnen, wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehen würde und würde den hier vor laufender Kamera eine scheuern, dann haben Sie 2 Möglichkeiten, dann gehen Sie hin. Dann zeigen Sie mich an, dann haben Sie das Videomaterial und dann können Sie dann hingehen und sagen, so, wir zeigen Ihnen das an, Quatsch. Wir haben das Beweismaterial. Oder aber Sie hinterfragen einfach die gesellschaftlichen Faktoren, warum ich das getan habe und lassen die Anzeige einfach sausen und überlegen sich, ob Sie vielleicht eine Teilschuld daran hatten, weil Sie mir mit Ihrer weltfremden Meinung dann vielleicht ein bisschen auf die Nerven gegangen sind. Herr Fischer, Videoüberwachung in dem Fall der Aufklärung dann Sinn, weil man tatsächlich dann Bilder hat, die man sonst nicht hätte? Ja, wir haben ja... ich versuche es nochmal einzubringen. Wir haben ja schon wieder mindestens 2-mal das Thema gewechselt. Jetzt geht es also um die Aufklärungsquote. Ja. Dass es funktioniert, es wurde ja gesagt, Videoaufnahmen verhindern Straftaten. Ja? Das hat ja jetzt da gerade nicht geklappt, muss man einmal sagen. Ja? Das ist richtig. Das hat funktioniert, aber die Frau wurde ja trotzdem... Aber eben die Strafverfolgung ist eben Video... Ich will Sie, tut mir leid, das deswegen, muss ich aber noch sagen. Habe ich Ihnen ja nach der Strafverfolgung... Okay, ich lasse Sie reden. Ich kenne die Berichte darüber. Bitte. Ich will nur sagen, es hat nicht insoweit funktioniert, als die Videoüberwachung dieser Treppe da den Täter gehindert hat, die Frau brutal zu misshandeln. Ja. So. Ich bin seit 35 Jahren Strafrichter. Ich habe sehr viele ähnlich brutale Fälle selbst gesehen, verhandelt, abgeurteilt. Vor 30 Jahren, vor 25 Jahren, vor 15 Jahren. Ich glaube nicht, dass das irgendwie sozusagen in der Breite zugenommen hat. Es ist ganz klar, dass in öffentlichen Bereichen, in anonymen Bereichen, die Hemmschwelle, Straftaten zu begehen, sinkt. Ganz klar, das ist so. Je weniger Kontrolle da ist, je weniger Sozialkontrolle da ist,
auf Bahnhöfen. Deshalb findet es ja statt, auf Bahnhöfen, ja, und auf U-Bahn-Stationen und in nächtlichen U-Bahnen und so weiter. Das ist ganz klar. Und wenn man da Videokameras hinhängt, dann wird nach meiner Ansicht und Kenntnis ein gewisser Teil von Tatgeneigten davon absehen, Straftaten zu begehen. Ja, wir haben das an vielen Hauptbahnhöfen gesehen oder an vielen Stellen gesehen, wo durch zum Beispiel öffentliche Videoüberwachung die Drogenszene verdrängt wurde. Aber ich will dazu nur sagen, sie wurde verdrängt. Sie weicht aus und die Straftaten werden nur anders begangen. Ja. Und, Aber ich habe jetzt einen Nebensatz, der wirklich interessant ist. Sie haben schon gesagt, durch das Zurückgehen der öffentlichen Präsenz in den Räumen, also auch durch Polizeipräsenz, gibt es mehr Straftaten. Habe ich Sie richtig verstanden? Das habe ich nicht gesagt, so, aber das stimmt wahrscheinlich trotzdem, ja. So. Aber das heißt doch, dann sind wir dann doch wieder bei unserem Thema. Ja, ich habe aber die Frage, ob wir tatsächlich durch den Stellenabbau, das, was die Polizeigewerkschaft auch von Herrn Wendt immer sagt, tatsächlich ein Problem bekommen, deshalb, weil es zu wenig Polizisten in der Fläche gibt und die wenigen Straftaten gehen zurück. Ich würde ganz gern nochmal das Argument nochmal aufgreifen. Videoüberwachung ist wie alle anderen Maßnahmen auch eine Möglichkeit, in bestimmten Situationen für bestimmte Täter, bestimmte Gruppen von Menschen die Neigung zu Straftaten zu begehen, jedenfalls in der Öffentlichkeit, zu reduzieren. Ja. Ja, wir müssen natürlich sehen, was wir uns damit einhandeln. Wenn wir eine flächendeckende Überwachung von des öffentlichen Raums durch Videotechnik veranstalten, mit einer hochentwickelten Gesichtserkennungssoftware, dann handeln wir uns selbstverständlich, das muss halt jeder wissen. Das ist ja sozusagen eine Frage von Güterabwägung. Mhm. Dann handeln wir uns eine sehr problematische Technik ein, die es erlaubt, die gesamte Bevölkerung ständig zu überwachen. Das hat Herr Lauer gesagt, ständig man zu identifizieren, weiß nicht, wer da regiert, und am Ende Bewegungsbilder, Verhaltensbilder und anderes herzustellen. Ob uns das wert ist, das ist eine andere Frage. Und jetzt, entschuldigen Sie, komme ich auf Ihre Frage zurück. Wenn Sie auf jeden Bahnsteig und auf jede U-Bahn-Treppe einen Polizisten stellen, der aufpasst, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Ja? Dann wird es jedenfalls weniger passieren. Ist das denn wünschenswert? Warum denn nicht? Also, wenn ich Frau Osterberg frage, wahrscheinlich ja. Ja. Ist das machbar, Herr Wendt? Ja, das ist natürlich nicht wirklich unvorstellbar. So viele Polizisten gibt es nicht. Und in Berlin schon mal zweimal nicht. Der Berliner Senat hat zwar glücklicherweise schon der ehemalige Senat erkannt, dass man jetzt anfangen muss, wieder Personal aufzubauen. Übrigens nicht nur Personal, auch was die Ausstattung angeht und die Immobilien angeht. Aber langsam kommen wir da voran, allerdings viel zu langsam. Und Polizistinnen und Polizisten wachsen nicht auf Bäumen. Die müssen wir sorgfältig aussuchen, so, müssen wir jahrelang ausbilden. Das dauert alle seine Zeit. Und deshalb kommen auch die vielen Überstunden zustande. Frau Lenders, wir haben mit Ihnen angefangen. Ich würde gerne mit Ihnen auch die Sendung beenden. Das Stichwort war Prügelknaben der Nation. Die Frage ist tatsächlich, wenn man jetzt alles zusammenzählt, worüber wir gesprochen haben, glauben Sie, dass mehr Polizisten etwas wären, was die Situation für die Polizei leichter macht, den Respekt wieder zurückbringt, den Sie einklagen, und möglicherweise Frau Osterbergs Sicherheitsgefühl stärkt? Ja, mehr Polizei wird selbstverständlich was bringen, weil die vielen Überstunden, die wir haben, kämen nicht zustande, wenn wir genügend Personal hätten, die es leisten können. Ich würde mich übrigens freuen, wenn es auch in Hamburg möglich wäre, auf dem Bahnsteig zu stehen und den Menschen Sicherheit zu bringen. Das kann ich nicht, weil dafür das Personal nicht da ist. Deswegen komme ich immer wieder auf Frau Osterberg zu. Es tut mir einfach leid, weil ich diesen Beruf ergriffen habe und ich würde da gerne mehr leisten, aber man lässt mich nicht, weil ich einfach die Ressourcen nicht habe. Und das ist mein Problem. Herr Lauer, mehr Polizei, ist das eine Lösung, der Sie zustimmen würden? Ja, und man kann sie halt tatsächlich nicht herzaubern. Klar, punktuell mit Sicherheit mehr Polizei. Wenn wir alleine die Stellen, die offen sind, besetzen würden, auch in Berlin, wäre schon mal mit geholfen. Und nochmal, ich glaube, dass es wichtig ist, die Arbeitsabläufe zu verbessern. Und, worüber wir hier leider gar nicht gesprochen haben, Prävention. Weil wenn unsere Gesellschaft darin versagt, Leute, sag ich mal, in die richtige Spur zu bringen, ja, so viele Verlierer wieder produziert werden, da können Sie, die Polizei wird nie in der Lage sein, diese ganzen Leute in irgendeiner Art und Weise einzuhegen. Das heißt, wir müssen auch an vielen anderen Stellen vorher arbeiten, damit die Polizei an verschiedenen Stellen entlastet wird. Das ist tatsächlich das große Rad, das ist die gesellschaftliche Entwicklung. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Danke Ihnen für eine Analyse der Zeit, in der wir leben, die punktuell ist, aber für 75 Minuten danke ich Ihnen für das Zuschauen. Nächste Woche sind wir wieder zur Stelle, dann mit Wolfgang Schäuble an diesem Platz. Schönen Abend noch.